Buch. Morgenbusch ist nicht. Ich bin jetzt aufgeregt. Ja, dann wollen wir mal los, ne? Ja, dann wollen wir mal los. Guck mal, der Kadett hat hier auf dem Sofa geschlafen. Ja, können wir, oder was? Auf jeden Fall sehr früh und ich weiß nicht, ob wir den Tag heute überleben werden. Also, wie lebt man denn seinen letzten Tag so? Ja, wahnsinnig intens, ne? Intens, auf jeden Fall. Und ja, da bin ich auch dafür, ja. Gut. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass du jeden Augenblick genießt, ne? Und deswegen gehe ich auch angeln, weil am Ende sind es ja auch die... Jetzt wird er beinahe philosophisch, ja, ne? Wahnsinnig. Ja. Nee, aber finde ich gut. Angeln ist ja auch eine Lebenseinstellung und kein Hobby. So, jetzt kein Mensch weiß wieder, warum wir so früh losgefahren sind. Doch, ich weiß es. Die Hornhechte waren gestern morgens viel, viel aktiver und dichter unter Land unterwegs. Deswegen wollen wir natürlich als Erster am Spot sein, im Wasser stehen. Schon mal die ersten Schnabelträger, nicht wahr? Damit wir uns nachmittags voll auf die Seehasen stürzen können. So. Schon ganz außer Atem. Naja, okay. Tschüss. Ey, ich liebe in die Kamera, alles andere kein Spaß macht. Doch mit der Bahnfahrt, Termine beim Zahnarzt. Plan was, heftiges, deftiges, mächtiges. Günstig wird es, wenn die Bullen hier Geschäfte stören. Jetzt campen. Wir tauchen jetzt ein in die Welt von Torben. Der Kadett. Und wie man sieht, besteht die zur Hälfte aus Jogginghosen und zur anderen Hälfte aus Ikea-Tüten. Und dann gehen wir angeln. Ach, auch noch? Ja, machen wir auch noch. Geil. Vielleicht. Mal gucken, wenn wir es schaffen. Aber ich glaube, wir schaffen das. Was angeln wir denn? Seehasen. Nee, wir hoffen natürlich, dass die Hornis schon ordentlich aktiv sind. Torben hatte gestern wohl schon eine größere Forelle drauf, die wieder ausgestiegen ist. Und vielleicht haben wir da auch Glück. Also, es war einiges drin. Der Admiral vorne ran. Wir sind jetzt ungefähr schon 5 Kilometer zu Fuß gelaufen. Den Admiral und den Kadetten, den sehen wir schon gar nicht mehr. Die andere Mannschaft ist irgendwo da hinten. Weit abgeschlagen. Wenn wir endlich angekommen sind, melden wir uns wieder. So Jungs, jetzt Buchsen an und ins Wasser. Ich bin so durchgeschwitzt, Alter. Du hast ja meine Badhose. Ja. Nichts weiter. Danke.
habe einen. Okay, Pause. Was hast du dir denn hier bereitet? Was ist denn das? Das wundert man sich jetzt, ne? Ja. Das ist geheim. Das gibt mir super Kräfte zum Angeln. Machst du dir jetzt Sushi? Ja. Schönen Salat. Sashimi-Salat. Mit Hornhecht. Ja. Und? Schmeckt ganz gut. Ja? Hast du jetzt Sushi oder? Nee, ich möchte nicht, danke. Willst du mal? Ganz schön zäh. Ist aber nicht so beim Sushi eigentlich. Ich höre nichts für, ist ja auch nicht so. Aber es schmeckt nicht so fischig. So ein Bismarck-Hering schmeckt das ein bisschen. Sehr schön, Torben. Das Gelbe ist ganz normaler Hornhecht-Saft. Lecker. Zieh mal ordentlich dran. Alter, was ist das? Nee, das ist ein Wattwurm, Alter. Das ist ein Wurm, Alter. Das ist ein Wattwurm. Oder ein Fisch. Der Admiral ist ganz müde. Ja, das war schon ganz schön.